MacroFloatDizzle TV. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute zur Abwechslung mal auf Deutsch, besonders für die Facebook-Gruppe Makrokosmos, Fotografie und Focus Stacking. Link packe ich in die Videobeschreibung. Schaut gerne mal vorbei und tragt auch gerne was dazu bei, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen, Infos über Makros habt oder Fragen habt. Stellt sie oder teilt sie uns mit. Und wir starten jetzt hier mal in Lightroom. Heute will ich mal einen kompletten digitalen Workflow zeigen. Von der Bearbeitung in Lightroom, das Stacken in Serene und das Retuschieren in Serene. Und ebenso nochmal eine kurze Nachbearbeitung mit Lightroom und Color Effects Pro 4. Das ist Teil der Nik Collection, gibt es kostenlos. Einfach mal bei Google suchen. Ja. Jetzt fangen wir hier mal an. Ich zeige euch mal die Reihe, die ich hier für den Focus Stack aufgenommen habe. Infos über das Tier und die sonstigen Einstellungen erzähle ich euch später, wenn die Dateien exportieren. Das dauert nämlich ein Weilchen. Aber jetzt erstmal hier. Es sind insgesamt 49 Bilder. Habe ich mir hier schon mal markiert. Und ja, also auf den ersten Blick sieht es alles sehr gut aus. Die Schritte sind relativ eng. Wir fangen schon vorne mit der Schärfe auf den Beinen an, beziehungsweise noch ein bisschen weiter vorne. Also lieber ein bisschen zu früh anfangen als zu spät, damit ihr alles erwischt. Und gehen dann hier einmal quasi ganz durch. Jetzt wieder schnell Durchlauf. Oh, jetzt hängt der Computer ein bisschen. Bis wir quasi so kurz vom Ende der Spinne angekommen sind. Leider hat es nicht ganz gereicht bis nach hinten, aber ich glaube, das wird am Ende nicht so arg schlimm sein. Bevor wir jetzt in Serene gehen, mache ich hier erstmal eine kurze Standard-Bildbearbeitung in Lightroom mit den RAW-Dateien. Dazu suche ich mir eigentlich immer das Bild aus, wo die Augen scharf sind, was quasi auch als Einzelbild so funktionieren würde. Den Weißabgleich habe ich hier jetzt schon eingestellt. Ich setze das nochmal kurz zurück, dass ihr seht, was ich hier mache. Also hier, das ist das unbearbeitete RAW. Beim Weißabgleich, also Weißabgleich auf jeden Fall immer zuerst machen, probiere ich es zuerst mit automatisch. Das sieht in dem Fall jetzt etwas zu blau aus. Dann gehe ich hier mal auf die Augen und nehme die Pipette und gehe mit der Pipette auf diese hellste Stelle in der Augenreflexion. Funktioniert bei manchen Spinnen, bei der auf jeden Fall. Manche Springspinnen haben solche Augen, die grün oder bläulich reflektieren und da wird es dann schlecht aussehen. Da nimmt man sich dann eher was anderes, irgendeinen neutralen Bereich, irgendwas Graues, was Schwarzes oder vielleicht was Weißes. In dem Fall könnte man es hier mit den weißen Härchen probieren oder mit den schwarzen Härchen. Pipette funktioniert eigentlich echt am besten, wenn man den Weißabgleich einstellen will. Manchmal funktioniert es auch nicht, weil nichts neutral Weißes oder Schwarzes oder Graues da ist. Da muss man dann halt manuell ein bisschen einstellen. Aber hier hat es mit der Pipette sehr gut funktioniert. Ich habe einfach die weiße Spiegelung in den Augen genommen. Und das sieht doch schon mal sehr gut aus. Das Erste, was ich eigentlich immer mache, ist hier auf automatisch beim Tonwert zu klicken. Wenn das Bild ausgewogen belichtet ist, dann funktioniert das eigentlich auch fast immer ziemlich gut. Das Einzige, was ich jetzt hier noch ein bisschen verändern würde, ist das Schwarz. Das ist mir ein bisschen zu weit drüben. Da halten wir die Alt-Taste gedrückt und ziehen am Regler und ich ziehe den eigentlich so weit rüber, bis kein Schwarz mehr wirklich im Bild erscheint. Ja, Dynamik-Sättigung, die ist jetzt ein bisschen hoch, der Kontrast gefällt mir auch nicht, aber für die ganzen weiteren Einstellungen, die ich eigentlich immer verwende, habe ich hier ein Preset. Da klicke ich einfach drauf und erkläre euch kurz, was das Preset gemacht hat. Ich benutze das Profil, immer das von der Kamera, das Standardprofil. Habe jetzt hier den Kontrast auf minus 20. Kontrast und sowas kommt später in der Bearbeitung mit Color Effects, das würde ich jetzt hier nicht übertreiben, deshalb ziehe ich den eigentlich immer runter. Die Tonwerte sind sonst alle die von der automatischen Einstellung, die wir gerade gemacht haben.
Bei der Präsenz habe ich den Strukturregler, den Klarheitregler immer auf 19, plus 19, Dunst entfernen auf plus 3, Sättigung und Dynamik immer auf minus 3. Ansonsten macht mein Preset hier noch eine leichte Gradationskurve. Müsst ihr mal ein bisschen ausprobieren. Ich verwende es immer nur sehr dezent. Also ich kann es euch mal zeigen, wie es ohne sieht so aus, mit sieht so aus. Einfach ein bisschen kontrastiger. Und ich finde die Tonwertkurve oder die Gradationskurve, die, wenn ihr euch da mal so einen Wert für euch gesucht habt, macht das einen ziemlichen Wiedererkennungswert so für eure Bilder, eure eigene Tonwertkurve, Gradationskurve. Jo, was haben wir dann noch hier? Beim Schärfen, genau. Meine Schärfe-Standardeinstellung ist immer hier Betrag auf 46, Radius 0,9, Details auf 33. Und jetzt hier für Stacks schraube ich den Maskierenregler ziemlich weit hoch. Der funktioniert übrigens auch mit gedrückter Alt-Taste. Dann sieht das alles hier ein bisschen anders aus, weil ich will, wenn ich stack, nicht alles, was irgendwie so halbwegs scharf ist, nachschärfen, sondern wirklich nur den Teil, der in dem einzelnen Bild wirklich in der Fokusebene ist. Also jetzt hier quasi der vordere Teil vom Gesicht und ein bisschen was von den Beinen. Daher mache ich das standardmäßig für Stacks immer auf 95. Wenn es Einzelbilder sind, passe ich es entsprechend an, dass da ein bisschen mehr geschärft wird. Ja, das war es eigentlich schon. Hier unten ist jetzt eigentlich gar nichts mehr, was wir tun. Das waren so die Standardeinstellungen. Jetzt markieren wir hier mal alle Bilder, die wir für den Stack haben. Wie gesagt, sind insgesamt 49 Stück. Haben wir jetzt markiert. Jetzt gehen wir zurück auf unser bearbeitetes Bild und klicken hier mal auf Synchronisieren. Alle auswählen und jetzt werden die Werte, die wir eben angepasst haben, auf alle Bilder angewendet. Man kann im Prinzip auch die unbearbeiteten RAWs bzw. die exportierten TIFFs in Serene stacken. Ich finde keinen großen Unterschied in der Qualität am Ende, aber ich finde es einfach angenehmer, gerade wenn ich länger in Serene arbeiten muss, da schon ein halbwegs ansprechendes Bild zu bearbeiten, anstatt das unbehandelte. Das ist eigentlich so der einzige Grund. Müsst ihr mal probieren, was für euch besser funktioniert. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ich finde da keinen Unterschied, außer dass es halt schöner aussieht beim Bearbeiten. Genau, jetzt ist es hier immer noch ein bisschen dabei, die Einstellung anzupassen. Jetzt exportieren wir mal unsere Dateien. Ich mache hier oben dann immer einen eigenen Unterordner. Den nennen wir jetzt hier mal Röhren Spinne Video Stack. Also wenn ihr irgendwie ein Ordnungssystem für Lightroom oder sowas sucht, dann müsst ihr woanders gucken. Ich bin ein totaler Datenmessi. Ich exportiere einfach immer auf meine externe Festplatte und mache einzelne Ordner für die Stacks und hoffe, dass ich mich irgendwie daran erinnere, wie ich sie benannt habe, falls ich die mal später bearbeiten will. Bildformat wählen wir hier TIFF, Farbraum sRGB, Komprimierung ohne und die Bittiefe 16-Bit. Da geht am wenigsten verloren, auch wenn manche sagen, ja, die Sachen, die da verloren gehen, die kann man mit dem bloßen Auge gar nicht sehen. Ich lasse es immer so. Wie gesagt, müsst ihr mal probieren. Ich kann euch nur sagen, wie ich es mache. Ihr könnt auch gerne eure eigenen Ideen oder Meinungen in die Kommentare packen. Ich bin immer interessiert an neuen Methoden oder anderen Methoden. Deshalb lasst sie mich hören. So, jetzt klicken wir auf Exportieren. Und wie gesagt, das dauert jetzt eine ganze Weile. 48 Dateien. Oh, da haben wir eine vergessen. Die müssen wir natürlich auch noch. Da passen wir jetzt hier noch schnell. Ja. Müssen wir nochmal hier synchronisieren, dass die Datei auch die Einstellung abkriegt. Das war jetzt komisches Rumklicken, das hat keinerlei Bedeutung. Exportieren wir einfach wie vorher.
So, und während das Ganze hier jetzt exportiert, kann ich euch noch ein bisschen was zu dem Bild oder zu den Bildern allgemein sagen. Und zu den Einstellungen. Also wir sehen hier oben, Histogramm ist immer ein ganz guter Tipp, sich das anzugucken, auch wenn man draußen ist. Verlasst euch nicht auf das Display von eurer Kamera. Je nach Modell wird da der Bildschirm mal stark erhellt, je nachdem, wie hell es draußen gerade ist. Habt immer ein bisschen ein Auge aufs Histogramm. Also es sollte schon halbwegs ausgewogen von links nach rechts gehen, ohne links anzustoßen und vor allen Dingen ohne rechts anzustoßen. Generell lieber ein kleinen Ticken unterbelichten, gerade bei stark glänzenden Insekten oder so. Da kann man aus den Tiefen mehr rausholen als aus ausgebrannten Lichtern. Ja, die ISO-Einstellung 250 habe ich ein bisschen höher gesetzt als 100, einfach um meinen Blitz auf niedrigerer Leistung verwenden zu können, weil mir hier klar war, hier brauche ich sehr viele Bilder in der Reihe und hab deshalb gerne den Blitz lieber unten, damit er schneller recycelt und einfach mehr Bilder in Folge schafft, ohne große Pausen zu brauchen. Belichtungszeit habe ich eigentlich fast immer auf 1/160, also kürzeste Synchrozeit mit Blitz. HSS brauche ich eigentlich nie. Manchmal kann man auch die Einstellung ein bisschen kürzer halten, wenn man weiß, dass man einen sicheren Stand hat mit der Kamera und nicht verwackelt und ein bisschen mehr Hintergrundumgebung das Licht noch einfangen zu wollen. Hatte ich jetzt in dem Fall nicht gebraucht, weil der Boden sehr hell war und sehr viel reflektiert hat und es dann schön ausgewogen belichtet ist. Ja, die Spinne, die ihr hier seht, ist eine rote Röhrenspinne, genauer gesagt das Männchen der roten Röhrenspinne. Auf jeden Fall eins meiner Highlights in dieser Saison. Eine stark bedrohte Art in Deutschland, gibt es nur noch in ganz wenigen Gebieten, bevorzugen sandige, trockene und warme Lebensräume. Und wir hatten das Glück, dass wir den einen Tag so quasi auf der letzten großen Makrotour eine gefunden haben, beziehungsweise einen ganzen Haufen gefunden haben. Und da kamen dann auch einige schöne Stacks raus, wie jetzt der hier zum Beispiel. Ah, ich habe vergessen, was zur Blende zu sagen. Die Blende wird hier oben nicht angezeigt, weil ich das manuelle Laowa 100mm zweifach Makro verwendet habe. Ich habe es allerdings noch mit einem Raynox gepaart. Wichtig ist, wenn ihr das mit einem Raynox zusammen verwendet, dass ihr den UV-Filter von dem Objektiv wegmacht, weil es dann deutlich einen Qualitätsverlust gibt und auch eine leichte Vignette, wenn ihr nicht auf der höchsten Vergrößerung seid. Aber wenn man den UV-Filter wegmacht, schafft man es, dass das Objektiv bis zu 3:1 vergrößert. Von 1:1 bis 3:1, genau, und die ist Unendlichkeit. Fokussierung geht dann halt verloren, aber ich habe es sehr gerne so. Die Bildqualität leidet minimalst darunter, also ich finde, das ist für eine 100% Ansicht absolut noch in Ordnung. Wenn ihr das Objektiv ohne den Raynox verwendet, ist es auf jeden Fall nochmal ein Ticken schärfer, die Auflösung ist ein bisschen besser. Je nach Situation mache ich den dann auch mal ab. Aber jetzt in dem Fall habe ich es nicht gemacht, obwohl ich den Abbildungsmaßstab, das dürfte jetzt ungefähr so 1:1, vielleicht 1,5:1 sein. Und wie gesagt, das funktioniert auch ohne Raynox, weil das Objektiv nativ schon bis zweifache Vergrößerung schafft. Aber wie gesagt, hier war der Raynox drauf und ich finde es absolut in Ordnung von der Bildqualität. Was haben wir denn sonst noch? Ja, fotografiert wurde das Ganze natürlich wie eigentlich alle meine Bilder freihand. In dem Fall lag ich auf dem Boden. Könnt ihr auch in dem einen Video sehen, was von mir online ist, zur Technik des Freihand-Focus-Stackings. Wie gesagt, ich lag auf dem Boden und hatte die Kamera auf einer Hand abgestützt und benutzt dann quasi die Elastizität der Haut auf meinen Fingerknöcheln, um den Fokus dann leicht zu verschieben nach jeder Aufnahme. Ich mache immer so kurze Salven von 2 bis 3 Aufnahmen und verlagere dann den Fokus weiter nach vorne. Habe in meinem Viewfinder auch die Gitterlinien aktiviert. Die sind sehr hilfreich, weil es wichtig ist, bei einem Stack die zur Seite hin oder nach oben und unten wenig Bewegung zu haben. Und da helfen mir die Gitterlinien, weil ich mir immer irgendwie einen Punkt auf die Gitterlinien fixiere. Zum Beispiel ein Auge oder hier einen schwarzen Fleck. Ich weiß nicht mehr genau, was es in dem Fall war.
Und halte immer quasi auf den Punkt und versuche den Punkt zu halten, während ich die Kamera nach vorne bewege. Manche machen das schnell in Serienbildmodus und feuern quasi permanent wie ein Maschinengewehr nach vorne. Das funktioniert auch, aber hier hätte es jetzt nicht funktioniert, weil der Buffer meiner Kamera bei 20 RAW-Dateien erstmal eine Pause macht und dann nur noch klack, klack, klack schießt. Ich mache es, wenn ich die Chance habe und eine stabile Position und ein bisschen Zeit für das Motiv. Hier in dem Fall hat die Spinne jetzt wirklich einige Sekunden lang stillgehalten, ohne sich groß zu bewegen. Und ich mache dann kurze Salben. Also suche mir erstmal den Startpunkt, fokussiere und drück den Auslöser kurz durch. Ich habe die Bildgeschwindigkeit auf 8 Bilder pro Sekunde eingestellt, die mittlere Geschwindigkeit bei meiner Kamera. Und mache dann immer, verlagere den Fokus nach vorne, 2-3 Bilder, Fokus nach vorne und wie gesagt immer den einen Punkt auf der Gitterlinie fixieren. Und dann passt es eigentlich. Wie gesagt, das ist eine Übungssache, wird mit Sicherheit nicht auf Anhieb funktionieren, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die ihr gut im Winter zu Hause üben könnt. Ihr könnt es entweder an einem Tisch machen oder probiert es mal, legt euch mal auf den Boden. Das ist wirklich die allerbeste Position dafür, weil man da am wenigsten Verwacklungen hat. Und übt es einfach. Nehmt die Kamera und probiert einfach mal eine Reihe von Bildern hintereinander zu machen. Probiert es, ob es für euch in der schnellen Seriengeschwindigkeit nach vorne geht. Wichtig ist da halt auch die Blitzleistung möglichst unten zu halten. Und ja, übt es, macht Spaß und es funktioniert. Ihr müsst dafür keine Insekten mit CO2 betäuben, die mit Eisspray einsprühen, in den Kühlschrank stellen oder sonst irgendeine Scheiße. Es funktioniert. Man kann auch draußen stacken, ohne Stativ und ohne irgendwelche Materialien, außer einem Blitz und eben Geduld, die Tiere zu finden, die richtige Situation abzuwarten. Und manchmal muss man auch einen Stack 10-mal neu ansetzen, weil die Spinne ein Bein bewegt hat zu arg oder sich einfach ein Stück weit gedreht hat. Das ist dann halt so. Aber irgendwann klappt es. Manchmal klappt es auch nicht, aber es ist auf jeden Fall möglich. Also probiert's. Es geht. So, Lightroom schließen wir jetzt hier erstmal. Der Export ist beendet. So. Und dann öffnen wir Serene Stacker. Hätte ich jetzt die Pro-Version von Serene Stacker, könnte ich die Dateien auch direkt aus Lightroom exportieren. Aber habe ich nicht. Ich habe die Basisversion. Und die ist vollkommen ausreichend für mich. Ich habe bisher nichts wirklich an der Version vermisst. Jetzt öffnen wir hier unseren Ordner. Markieren da alle Dateien. Na, die eine fehlt jetzt irgendwie trotzdem. Egal, das machen wir jetzt trotzdem. Auf das letzte Stückchen kommt es nicht an. Und jetzt haben wir sie hier in Serene. Frage, die oft kommt, ist ja, Pmax oder Dmap? Meine Antwort ist beide. Und da klicken wir jetzt einfach mal auf Align und Stack Both. Da werden beide Methoden verwendet. Es kommen quasi zwei Stacks am Ende raus. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Die D-Map-Variante hatte ich davor eigentlich immer ohne die andere verwendet, weil das Ergebnis einfach schöner aussah. Das liegt daran, dass bei der P-Max-Methode irgendwie die Kontraste verstärkt werden. Wie das genau funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall sah das P-Max-Ergebnis für mich am Ende immer nicht so ansprechend aus. Deshalb habe ich eigentlich immer nur das D-Map gemacht. Jetzt habe ich aber kürzlich herausgefunden, dass es am besten eigentlich ist, wenn ich beide Methoden kombiniere. Da habe ich auf jeden Fall weniger Arbeit beim Retuschieren im Nachhinein. Ja, das dauert jetzt erstmal ein Weilchen. Ich trinke immer noch ein Stück Kaffee. Lasst es laufen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe das Ganze mal abgekürzt. Zuerst wird die P-Max-Methode fertig gemacht und auf der Hälfte von der
DMAP-Methode müsst ihr nochmal eingreifen. Hier Set Contrast Threshold. Damit legt ihr quasi fest, welche Bereiche im Bild tatsächlich gesteckt werden sollen, wo die relevant Schärfe ist. Ich ziehe den Regler eigentlich immer so weit hoch, dass hier an den Rändern und im Hintergrund nichts mehr mit eingerechnet wird und wirklich nur noch mein Motiv, also in dem Fall die Spinne und ein bisschen was von den Blättern da links. Ja, so passt das eigentlich. Dann drückt man auf OK und dann geht das Ganze nochmal von vorne durch. Wir kürzen das wieder ab, simsalabim, und fertig ist es. Wir haben jetzt hier beide Ergebnisse, hier unten links unter Output Images. Die letzte Variante war die DMAP-Variante, die sieht jetzt so aus. Sieht eigentlich nicht viel anders aus als die Eingangsbilder. Und jetzt zeige ich euch nochmal die PMAX-Methode. Dauert kurz. Da seht ihr, der Kontrast ist hier unnatürlich stark geworden. Sieht alles ein bisschen komisch aus, also würde ich so alleine nicht verwenden. Deshalb nehmen wir jetzt als Basis die DMAP-Variante. Da sieht der Kontrast noch normal aus, aber jetzt zeige ich euch kurz, warum wir beide Varianten benutzen. Gerade an so kritischen Stellen, wo hier viele Haare und Beine und Zeug ist, seht ihr jetzt hier einige Fehler in der DMAP-Variante. Kurz zusammenzufassen, die PMAX-Variante ist gut für so feine Härchen und Dinge, die übereinander gelagert sind. Und die DMAP-Variante ist eigentlich die bessere für große Flächen und sowas. Und die beste Variante ist einfach, beide Methoden zu verwenden. Jetzt zeige ich euch mal die gleiche Stelle mit der PMAX-Variante. Abgesehen von dem erhöhten Kontrast gibt es hier weniger Bildfehler. Und man sieht, wo welche Struktur hingehört. Hier sind die kleinen schwarzen Härchen über dem Untergrund. Das kann man auf jeden Fall verwenden. Jetzt wollen wir mal mit der Retusche anfangen. Wählen uns hier die DMAP-Variante als Basis raus. Und gehen dann hier oben auf Edit und Start Retouching. Viele Leute meinen, wenn der Stack durch Serene gelaufen ist, ist das ein fertiges Bild und das kann man so verwenden. Ist leider nicht so. Selbst wenn man mit Stativ fotografiert und Bewegungen und Fehler aufs Minimalste reduziert, muss immer nachträglich noch ein bisschen was angepasst werden. Ich fange hier meistens mit den Rändern vom Bild an, weil durch die Anpassung der jeweiligen Bilder gehen hier immer am Rand ein bisschen Pixel verloren. Hier sieht man es jetzt ein bisschen, wenn ich hier reinzoome. Da das Stück, was quasi durch das Verschieben verloren geht, wird jetzt einfach mit dem letzten Pixel, der auf dem Bild ist, der wiederholt wird, ersetzt. Und dann hat man dann so komische Kanten. Um die wegzumachen, wählen wir jetzt hier das erste Bild des Stacks aus. Da, wo das Ganze angefangen hat. Beziehungsweise ist es jetzt das letzte Bild, das hinterste. Seht ihr hier? Hier ist das Ursprungsbild, also der Hinterteil der Spinne. Und anhand von diesem Bild wurden alle anderen Bilder ausgerichtet. Und bei dem Bild fehlen dann entsprechend auch keine Pixel an den Seiten. Jetzt haben wir hier unser Retusche-Pinsel. Den kann man größer oder kleiner machen mit dem Scrollrädchen von der Maus. Manche haben da schon lange nachgesucht. Und dann malen wir hier mit gedrückter linker Maustaste quasi die Information aus dem linken Bild, aus dem Ursprungsbild, in das gesteckte Bild rein und entfernen so diese komischen Ränder, die durch das Stapeln da entstehen. Da gucken wir uns alle Seiten an. Hier unten, ja, haben wir es hier ein bisschen. Das ist eine schwierige Stelle. Wir machen die mal weg, diese komischen Linien, aber die richtige Retusche, die machen wir dann von diesen Stellen nachher in Lightroom mit der Bereichsreparatur. Sonst sieht es hier unten gut aus. Jetzt gucken wir uns mal noch den linken Rand an, hier war so ganz minimal.
Ja, bei manchen Sachen muss man dann aufpassen, ne, wenn das hier so längere Dinger sind, muss man dann halt entsprechend bis hoch korrigieren, weil sonst komisch aussieht. Hier oben diese Stellen, da fehlt einfach der scharfe Teil, da haben wir keinen scharfen Teil vom Foto. Wir machen jetzt einfach mal hier, damit die Farbe da passt. Und wie gesagt, den Rest machen wir nachher in Lightroom mit der Bereichsreparatur. Am besten ist natürlich, wenn ihr keine solchen Strukturen habt, die quasi aus dem Bild ragen, dann gibt es diese Stellen noch nicht. Weil hier für den Hintergrund ist es total egal, ob das scharf ist oder nicht, oder wie scharf es oder nicht scharf es ist. Mal. Klar, am Ende, im Prinzip kann man das auch einfach wegschneiden nachher in der Bearbeitung. Aber ich bin da so ein bisschen Fetischist und habe gerne Bilder mit größtmöglicher Auflösung. Hier sieht es ein bisschen kantig aus, das machen wir dann noch ein bisschen länger. So, da müsst ihr auch so ein bisschen Gefühl für kriegen und dann mal ein bisschen rumspielen, wie das dann am besten funktioniert. So, und jetzt gucken wir uns hier mal das Ergebnis vom Stack überhaupt mal richtig an. Also sieht eigentlich alles soweit schon recht gut aus. Das einzige kleine Problem, was wir jetzt hier haben, seht ihr diesen unscharfen Ring, der hier so verläuft? Da fehlt uns einfach eine kleine Ebene, die wir nicht erwischt haben, die nicht im Fokus war. Passiert öfter mal. Gerade so für, ne, hier ist noch ein bisschen, noch mal so ein kleiner Ring hier vorne, ein etwas größerer da hinten. Passiert manchmal. In dem Fall ist es nicht so schlimm, weil es hier eine gut zu reparierende Fläche ist. Und wir gucken uns jetzt mal noch die Beine an. Ja, das sieht eigentlich alles gut aus. Also dieser Strich, der hier unscharf ist, der betrifft keine Beine, also wir haben diese Stelle nicht nochmal irgendwo, wo feine Härchen sind oder so. Das können wir alles korrigieren. Jetzt gucken wir mal noch hier hinten. Links. Hier ist halt auch wieder das Problem gewesen, dass da Fehler eingerechnet wurden, weil die Stacking-Software gerade mit der D-Mappen-Methode manchmal einfach nicht weiß, welches Härchen jetzt vorne oder hinten ist. Aber sonst sieht es alles recht gut aus, wie gesagt, bis auf der kleine unscharfe Ring. Das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich. Vor allem, wenn er dann auf den Augen ist oder einen offenen Teil von den Augen, dann ja, ärgere ich mich, aber ich schmeiße den Stack dann weg und hoffe drauf, dass ich es nächstes Mal besser machen kann. Ja, also jetzt wollen wir hier diese ganzen Härchen und so korrigieren. Dazu wählen wir uns jetzt unser P-Max-Bild aus. Wir sind immer noch im Retuschieren-Modus. Das kommt dann hier auf die linke Seite. Rechts haben wir immer noch das gleiche Basisbild, was wir vorher hatten. Und jetzt können wir hier seht ihr wieder, die P-Max-Methode auf der linken Seite hat es deutlich besser geschafft, hier diese Übergänge gut zu machen. Und die Übergänge aus der P-Max-Methode, die malen wir uns jetzt einfach hier rüber. Und ihr seht, das sieht auch dann direkt ordentlicher aus. Generell gilt, ein guter Stack ist einer, den man nicht gleich erkennt, vor allem an solchen Fehlern. Und deshalb korrigieren wir das. Je nach Stack, also hier ist es auf jeden Fall auch einiges an Arbeit. Ich werde das jetzt auch nicht alles hier im Video mit euch machen, weil das einfach zu lange dauern würde. Und so viel will ich jetzt auch gar nicht labern. Aber ihr habt das Prinzip jetzt verstanden. Ich male mal hier noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, das sieht dann alles so aus, wie es sein soll. Die Härchen sind da, wo sie hingehören und keine so komischen Überlagerungen. Ja, wie gesagt, ich zeige das jetzt nicht alles. Ihr habt es jetzt verstanden, das Grundprinzip. Ihr müsst nicht unbedingt immer Bildteile aus der P-Max-Methode nehmen. Ihr könnt auch von
von jedem Ausgangsbild was nehmen und das reinmalen, je nachdem, was halt am besten passt. Wie gesagt, für die Ränder passt eigentlich die PMAX-Methode immer am besten. Ja, ich mache das hier jetzt mal weiter. Wir sehen uns gleich wieder in Lightroom. Bis dann. Ciao, ciao. Sind wir wieder. Jetzt sind wir in Lightroom. Ich habe das Bild einfach als TIFF exportiert aus Serene. Wichtig, wenn ihr mit dem Retuschieren fertig seid, müsst ihr in Serene nochmal auf Edit klicken und dann auf Commit Retouching. Und dann kriegt ihr nochmal ein drittes Bild ausgeworfen. Und das exportiere ich dann auch wieder als TIFF 16-Bit und importiere es dann wieder in Lightroom. Und hier sind wir jetzt. Bevor wir jetzt hier irgendwas anderes machen, gucken wir erstmal nach dem Bildschnitt. Also in dem Fall war er nicht so ideal gewählt. Ich hätte mir die Spinne gerne schon im Ursprungsbild ein bisschen weiter links gewünscht. Aber das können wir jetzt hier noch. Wir wollen aber das Format gleich behalten. Ja. So, jetzt aber. Gucken wir mal, dass wir die Spinne eher so ein bisschen auf diese dritte Linie legen. Jetzt können wir uns hier oben auch die fehlerhaften Ränder von den Blättern da wegschneiden. Dann sparen wir uns das Retuschieren da. Ein bisschen kroppen finde ich ist in Ordnung. Wenn ihr aber jetzt ein Bild in dem Maßstab macht und dann ungefähr so kroppt, ja, dann ist es halt ein Crop, aber kein richtiges Bild. Sobald ihr das dann größer als A4 ausdrucken wollt, sieht es dann blöd aus. Deshalb am besten so wenig kroppen wie möglich und das Bild schon so schießen, wie ihr es gerne haben wollt. Sicher beim Stacken ist es sinnvoll, dass die Spinne jetzt auch während dem Stacken nicht ganz in die Mitte, nicht ganz hier auf das Drittel zu platzieren, sondern ein bisschen in der Mitte, dass ihr einfach nachher noch ein bisschen Spielraum habt zum Beschneiden und zum Korrigieren. Und es passiert euch dann halt auch nicht, dass jetzt hier der Hintern von der Spinne mal kurz aus dem Bild rutscht für ein Bild oder so, wenn ihr das ein bisschen weiter in der Mitte habt. Also so finde ich, sieht es eigentlich ganz okay aus. Ich noch ein bisschen hier von dem grünen Halm drauf kriegen. Schauen wir uns mal an. Ich finde, das kann man so auf jeden Fall verwenden. Jetzt, wie gesagt, haben wir ja vorhin gesagt, wir hatten hier so einen unscharfen Ring, beziehungsweise habe ich noch einen entdeckt, weiter hier oben, wie ihr seht. Das kann man, wenn es keine so wirklich relevanten Teile sind, wie jetzt die Augen, eigentlich leicht korrigieren. Dazu nehmen wir uns hier die Bereichsreparatur, heißt es, und malen uns dann hier immer so den kleinen Teil des unscharfen Bereichs und wählen dann aus, durch was ersetzt werden will. Also das funktioniert eigentlich echt ziemlich gut, gerade bei solchen Strukturen. Glas ist nicht mehr ganz original, aber lieber so als diesen unscharfen Streifen, wo jeder, der ein bisschen was damit zu tun hat, gleich erkennt, oh, das ist ein Stack mit Fehlern. Das wollen wir vermeiden. Und deshalb machen wir das hier weg, dass es ordentlich aussieht. Das reicht eigentlich schon. Ja, das muss ja nicht. Was war das? Egal. Es muss ja nicht in der 100% Ansicht komplett perfekt sein. Aber es sollte halbwegs ansehnlich aussehen und deshalb machen wir das jetzt hier. Alles schön weg. Ich zeige euch noch kurz vorher, nachher. Also wenn man will, erkennt man es immer noch, wo der Bereich war. Vielleicht noch ein bisschen verschieben. Aber es ist auf jeden Fall weniger auffällig als jetzt ein komplett unscharfer Ring hier. Also hier, finde ich, sieht es auf jeden Fall viel, viel besser aus. Das machen wir jetzt auch noch hier. So kurze Stückchen. Also meistens wählt er auch gleich einen Bereich aus, der da gut zu passt. Wenn nicht, verschiebt ihr euch das Teil hier nochmal ein bisschen. So kann man es auch lassen. Hier weg.
Also das finde ich ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht hier oben einen Tick. Zwischen, ja, zwischen die Linie. Mal kurz vorher nachher. Das kann man lassen. Das passt. Jetzt kümmern wir uns hier auf das, was eigentlich ein bisschen auffälliger gewesen ist. Eben diesen großen Ring. Hier den kleinen, den ihr vorhin gesehen habt, das war doch nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussah. Das war eher ein Fehler in der D-Map-Methode. Da habe ich einfach ein Stück aus der P-Max reingemalt und jetzt sieht man den eigentlich kaum noch. Nur den großen, da hat tatsächlich eine Schärfeebene oder ein Stück von der Schärfeebene gefehlt. Da machen wir jetzt eigentlich wieder genau das gleiche, was wir eben auch gemacht haben. Wir wählen uns immer hier so kleine Bereiche. So aus und gucken, dass wir halt einen Bereich auswählen, der da halbwegs reinpasst. Also die Haare in der gleichen Richtung sind wie vorher, sonst sieht es ein bisschen komisch aus. Ja, das wird. Also wie perfekt ist es nicht, aber wie gesagt, das alles ist mit der Hand aufgenommen, mit einer lebenden Spinne. Da kann das ruhig auch mal ein bisschen unperfekt sein. Und eine Sache, je mehr Bilder ein Stack hat, desto anfälliger ist er generell für Fehler. Also wenn ihr anfangt, probiert lieber Stacks mit wenigen Bildern, also maximal 10 oder so zu machen. Macht die Blende lieber ein bisschen weiter zu. Mir ist übrigens noch eingefallen, vorhin wollte ich euch die Blendeneinstellungen erzählen, aber dann bin ich abgeschweift zum Thema Raynox. Ich glaube, die Blende, die ich hier hatte, war entweder 8 oder 11. Ich glaube eher 11, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber spielt auch keine Rolle, also so um den Dreh rum. Für den Anfang ist es gut, wenn ihr einfach ein bisschen weiter abblendet. Klar, da habt ihr dann wieder ein bisschen Beugungsschärfe mehr, aber dafür mehr Schärfentiefe. Und ihr braucht entsprechend weniger Bilder und seid weniger anfällig für Fehler. Gerade wenn ihr am Anfang noch so ein bisschen Verwackler drin habt in den Bildern, beziehungsweise die Bildwinkel leicht unterschiedlich sind, ist es einfacher mit weniger Bildern. Zu korrigieren. Fertig, gehen wir mal raus. Ein bisschen kleiner. Ach, ganz kriegt man es nie raus. Wenn man weiß, dass es vorher da war, dann sieht man das auch immer noch. Aber die meisten, die sich das Bild dann anschauen werden später, werden das nicht bemerken, weil sie nicht drauf achten. Ja, ich denke, das kann man so auf jeden Fall lassen. Mal hier kurz vorher nachher. Gehen noch einen Ticken hier dran. Das sieht doch schon gut aus. So, nochmal ein bisschen rein. Ja, ich bin halt so ein bisschen. Ich kann es dann auch nicht lassen. Mach dann lieber ein bisschen mehr, aber hier höre ich jetzt mal auf. Könnte da sicher noch ein bisschen feiner korrigieren. Und ich bin mir auch 100% sicher, in Photoshop gibt es da noch viel, viel mehr Möglichkeiten, das zu machen. Aber ich hatte bisher keine Zeit und Muße, mich in Photoshop wirklich reinzufuchsen. Und benutze eigentlich seit Anfang an nur Lightroom plus halt Serene zum Stacken. Und gleich zeige ich euch noch Color Effects Pro, ein kostenloses Zusatzprogramm. Wie gesagt, gibt es in der Nik Collection. Ich packe euch mal einen Link in die Videobeschreibung. Dann müsst ihr das nicht selbst suchen. Gibt es kostenlos zum Download. Mittlerweile gibt es auch wieder eine aktuelle Kaufversion. Mir reicht aber die alte kostenlose Version. Aber bevor wir jetzt in Color Effects gehen, gucken wir uns nochmal so das Bild durch, ob da irgendwo noch Sensorflecken oder sonstige Sachen drin sind, die zu korrigieren sind. Dafür mache ich es einfach so, gehe in die 100% Ansicht und scroll mich einmal. Ah ja, hier in den Beinen haben wir noch ein bisschen was, was wir noch korrigieren könnten. Hier so eine leichte unscharfe Sache. Ah, hier hatte ich vorhin schon mal. Ohne euch angefangen nur zum Testen für das Video. Da kann man noch ein bisschen hier ein bisschen gucken, dass das aussieht, als ob die Haare da einfach weitergehen und nicht irgendwelche eingefügten sind. Wie gesagt, man kann da jetzt auch noch länger dran sitzen, aber
ihr habt das Prinzip hoffentlich verstanden. Und wir waren dabei, uns einmal durchs Bild zu scrollen. Irgendwelche Sensorflecken oder andere Dinge noch zu sehen sind, die wir gerne weg hätten. Also hier auch mit den ganzen vielen Haaren, da seht ihr jetzt, da gibt es keine groben Fehler. 100% perfekt ist es nicht, aber ich finde es mehr als ausreichend und bin da auch zufrieden mit. Das ist erstaunlich wenig Sensorflecken, aber das liegt wohl daran, dass ich meinen Sensor kürzlich sauber gemacht habe. Da ich immer in ziemlich sandigem Gebiet unterwegs bin, geht das da ratzfatz. Und gerade im Makrobereich, wenn man mehr abblendet als sonst, sieht man so Sensorflecken super schnell. Und je nachdem, wie viele es werden, ist es halt voll die Arbeit, die alle wegzustempeln. Aber diesmal haben wir Glück. Ähnlich wie mit dem Fund der Spinnen. Wobei man nie Glück hat, wenn man sein Glück nicht herausfordert. Also wenn ihr coole Sachen fotografieren wollt, ist ein wichtiger Tipp, einfach viel in die Natur zu gehen und zu gucken, ein Auge aufs Detail zu haben. Ihr wollt ja Details aufnehmen, also müsst ihr auch danach schauen. Das da sieht ein bisschen komisch aus, weil man nicht weiß, wo das anfängt. Das machen wir einfach weg. Das sieht auch nicht schön aus. Das machen wir auch weg. Das sind so komische. Na, so kann man es eigentlich auch machen. Können wir so lassen. Vielleicht diesen Fleck hier noch weg. Na, war da ein schwarzer Punkt? Na, nee. So ein Dreck auf meinem Monitor. So, also das war's jetzt erstmal. Wie gesagt, jetzt wisst ihr, wie man in der Stack-Software retuschiert und wie man noch ein bisschen was nachträglich retuschieren kann, wenn man mal eine kleine Schärfeebene verpasst hat. Jetzt zeige ich euch noch quasi mein Finish in Color Effects. Hier gehe ich auf Bearbeiten in Color Effects Pro. Kann ich direkt aus Lightroom raus. Ich will eine Kopie mit den Lightroom-Anpassungen bearbeiten. Da ist auch schon das Häkchen. Jetzt hoffe ich mal, dass Color Effects nicht abstürzt. Wie gesagt, das ist eine alte Version. Da gibt es keine Updates mehr für. Manchmal schmiert die ein bisschen ab. Aber ich mag den Look, den man da damit erzeugen kann. Also ich habe mir hier auch schon ein Preset gemacht. Das ist entstanden dadurch, dass ich ja einfach total viel ausprobiert habe. Da sind sehr viele Filter, die vollkommen übertrieben aussehen. Wenn man die alle ein bisschen modifiziert oder nur oder nicht mit 100%iger Deckung anwendet, dann geht es schon. Jetzt habe ich hier auf mein Preset geklickt. Und das besteht im Prinzip aus 4 einzelnen Filtern, die es in der Software gibt. Brilliance und Warmth, Detail Extractor, Color Contrast, Color Range, Pro Contrast. Ja, und das Ganze müssen wir jetzt hier noch ein bisschen anpassen. Ich fange immer an mit dem Pro Contrast. Da ist die Deckkraft anfänglich erstmal auf 0. Das heißt, davon sieht man jetzt gar nichts im Bild. Der passt nochmal den Weißabgleich so ein Ticken automatisch an und erhöht den Kontrast ein bisschen. In dem Fall braucht man ja gar nicht so viel von hier, oder nicht 100%, so 90 rum, reicht. Als nächstes machen wir Color Range. Und das wende ich nur lokal an. Hierfür kann man so einen Kontrollpunkt auswählen. Und den setzen wir nur, hier kann man die Größe verändern, also es sollte nur die Farben quasi in dem Kreis sein, von dem, was ihr auch damit bearbeiten wollt. Dann setze ich jetzt einmal einen Kreis auf den Kopf von der Spinne, also hauptsächlich schwarz, und nochmal einen hier auf den Hintern von der Spinne. Ihr seht das Rot und das Orange, das wird nochmal ein bisschen knalliger. Ich zeige es euch nochmal ohne und mit, wird alles nochmal ein bisschen knackiger. Na, vielleicht können wir hier nochmal einen auf diesen Grashalm setzen. Da kommen die Lichter auch so ein bisschen mehr raus und strahlt ein bisschen. Sorgt einfach ein bisschen für Akzente im Bild. So, ich zeige euch nochmal vorher, nachher. Vorher, nachher. Und als letztes, was wir auch nur lokal anwenden, ist der Detail Extractor.
Machen wir uns auch wieder einen Kontrollpunkt. Die Schatten werden hier angehoben, die Lichter werden ein bisschen runtergesenkt. Ich weiß nicht, ich glaube, das Ganze könnte man irgendwie auch in Lightroom machen, aber ich habe halt irgendwann mal damit angefangen und bleib dabei, weil mir das so ganz gut gefällt. Und jetzt hier auch wieder einen auf den Hintern von der Spinne. Und noch auf die Teile von dem Grashalm hier. Und auch hier zeige ich euch nochmal, also jetzt ist es angewendet, jetzt machen wir es nochmal aus. Kommen einfach nochmal so ein paar Details mehr raus aus dem ganzen Bild. Ja, und das war es jetzt eigentlich schon. Jetzt klicken wir hier auf Speichern und das fertige Bild hier aus Color Effects Pro wird jetzt automatisch wieder in Lightroom gespeichert. Jetzt klingelt es natürlich an der Tür, wie immer, wenn man irgendwas macht. So, wieder da. Sorry, also, wie gesagt, unser fertiges Bild aus Color Effects. Jetzt gucken wir mal, anpassen, damit wir das ganze Bild sehen. Ja, das sieht eigentlich echt gut aus. Wie gesagt, hier, ja, ich bin ein bisschen perfektionistisch. Man sieht es immer noch, aber wie gesagt, man kann da jetzt noch ein paar, oder man könnte da noch ein paar Stunden mit verbringen, das Ganze noch ein bisschen zu korrigieren. Aber wollen wir jetzt nicht. Ein bisschen Vignettchen würde ich, glaube ich, hier noch drauf machen, um den Blick noch ein bisschen in die Mitte zu zentrieren, aber nur ganz leicht. Ein bisschen. Ich passe da immer ganz gerne den Mittelpunkt noch ein bisschen weiter an. Mache aber die Kante weicher. Mit und ohne. Finde ich weh. Kommt die Spinne ein bisschen besser raus. So, das war's jetzt eigentlich schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, besucht gerne die Facebook-Gruppe. Link ist in der Videobeschreibung. Nehmt da gerne dran teil, beteiligt euch an Diskussionen. Dann ein bisschen mehr frischer Wind wäre da schön. Also macht mit, wenn ihr was beizutragen habt. Jetzt exportiere ich hier noch das Bild schnell, zeige euch, was ich da mache. Da kommt es wieder in meinen normalen Ordner. Und ich ändere hier einfach das Bildformat auf JPEG und mache noch hier Ausgabeschärfe drauf und exportiere es und zeige euch jetzt nochmal die Vollansicht, bevor wir hier Schluss machen. Tolle Spinne, ich finde, das Deck ist gut geworden. Klar, 100% perfekt ist es nicht, kann man aber noch machen oder halt auch ein bisschen sauberer fotografieren. Wie gesagt, probiert es mit dem Focus Stacking. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie eigentlich immer. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.